Ja, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2. Und genau, ich bin heute was früher zu Hause, deswegen werde ich heute wahrscheinlich zwei Parts am Stück aufnehmen, weil mich jetzt doch die Story mit Tatsumaru doch sehr interessiert. Und genau, wir sind ja jetzt hier bei dem Level, lasst mich mal kurz überlegen, wie das nochmal hieß. Ah ja, der Kopf von Toda. Genau, der Kopf von Fürst Toda. Hier gibt es, glaube ich, auch einen Endboss, das heißt, ich werde jetzt mir erstmal Items mitnehmen. Genau, so. Fangen wir direkt an, würde ich sagen. Wir waren ja beim letzten Mal hier. Das ist quasi jetzt Fürst Todas Feldlager. Und das Level kennen wir ja schon bereits. Ne? Und da ist direkt ein Gegner, da seht ihr das, diesen roten da, ja. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt so ein Level, wo man nicht entdeckt werden darf, oder ist das? Deswegen mache ich hier einfach mal ein Safe State. Und nein! Und direkt entdeckt! Ey, das ist doch so Abfuck, wirklich. Das ist doch so eine Verarsche. Direkt entdeckt. Oh, nee. Oh, wie. Ah, ich war wieder zu ungeduldig, ey. Fuck! Ja, ich richte mal kurz mein Mikro. So. Okay, dann hört mich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Dieser Scheiß-Typ habe ich direkt entdeckt. Ey, Mann, das muss doch nicht sein. So, jetzt trete ich nämlich vorher. Nee, der bewegt sich halt, ne? Oh, ich treffe den nicht. So, jetzt aber, komm. Ich glaube, man muss mit Tatsumaru, muss man, wenn man die Gegner angreift, muss man immer ein bisschen vorher anfangen mit der Attacke, weil sonst geht er wieder dahin und berührt den dann. Und dann ist halt scheiße, ne? Dann entdeckt er mich halt. Ah ja, bei dem nach vorne Kill, holt er auch sein Schwert raus, okay. Das Ninja-Meister-Schwert sozusagen, ha? Genau, Frage ist jetzt, wo ist jetzt der nächste hier? In die Richtung, da hinten wahrscheinlich. Ah, komm. Wo bist du denn? Da! Ich hab ihn kurz gesehen. Da vorne. So. Dann warte ich mal, bis der sich rumdreht. Und dann ist er fertig. Ja, wie gesagt, zwei Parts heute von mir, weil das brauche ich jetzt einfach. Ich möchte mit Tenchu 2 echt vorankommen. Weil ich plane schon mein nächstes Mini-Projekt. Sozusagen. Und das wird das Spiel James Bond, der Morgen stirbt nie. Genau, weil das noch keiner Let's Played hat. Und ja, genau. Das werde ich wahrscheinlich als nächstes spielen. Und ja. Ah, hier, so. Warte mal, wie ging das nochmal? Hier, die Leiche kann man auch so wegschieben. Aber das mache ich nie, weil ich das irgendwie nicht brauche. Keine Ahnung. So, Sekunde. So, jetzt. So, nein, nicht in das Feuer gehen. Boah, habe ich mir ja schon. In das Feuer darf man nicht, weil dann wird man abgefackelt und das ist scheiße. So, gehen wir mal in die Richtung hier. Hier ist irgendwo der nächste Gegner. Hui. So, komm schon. Geh da hin jetzt. So, ich glaube. Da hoch. Oh mein Gott, ey! Oh, was war das denn? Der soll sich da festhalten und geht dann da hoch. So komisch. Na, ist egal. Ja! Hier sind wieder diese Neogetsu-Ninjas. Genau. würde ich sagen, schaue ich mal weiter. Wo ist der? Aha, okay. Alles klar. Nein! Ah, da geht wieder so eine komische Route hier. Er schaut mir direkt ins Gesicht, aber er sieht mich nicht. Das nur weil ich knie, okay? Ah, und ah, nee. Ah, das ist so schwer zu timen hier. So, jetzt. Oh, mein Gott, da ist noch einer. Überall ist einer. Shit. Da oben. Ah, alles klar. Ja, das ist nur da oben. So. Gehen wir da hoch. Jawohl, der ist direkt in den richtigen. Und. Hau ihn kaputt. So. Schauen wir mal. Ey. Ah, irgendwo hat wieder. Irgendwer. Hä? Was? Wo ist der? Hä? Ey, Mann, dieses Spiel will mich echt ein bisschen verarschen. Kann das sein? Wo ist der Gegner?
Ey, wo ist der? Ey, ach da! Ach da! Boah, das ist aber auch gemein gewesen, ey. Auf beiden Türmen ist ein Falltyp gewesen. Oh, scheiße, das war's schon wieder mit Großmeister, ey. Ich bin echt mal gespannt, wann ich das erste Mal Großmeister mit Tatsumaru schaffe. Ob ich es überhaupt schaffe. Weil das ist doch kacke, jetzt mal ehrlich. Würde mich hier tausendmal entdecken. Nur weil die Gegner so scheiße gesetzt sind, ganz ehrlich. So, da unten ist direkt der nächste. Ich glaube, das ist echt schwerer. Kann das sein? Ich glaube, das ist echt schwerer. So, schön beobachten. Und der geht weiter. Aber ich traue mich nicht. Weil er sich bestimmt gleich wieder rumdreht. Ja, seht ihr das da? Der dreht sich nämlich wieder rum. Ja, jetzt. Jetzt. Und zack! Ah, das war... Ich wollte eigentlich den Kill von unten machen, aber... Hauptsache, der ist tot. So. Wo ist der Nächste? Da! Da ist der Nächste. So. Dann komm, lauf. Wieder nicht der Kill von unten. Ey, Mann! Jetzt... Oh! Oh, nein! Scheiße, da kommt der Nächste, hallo! Hey! Hör auf! Nein! Oh, ist das ärgerlich hier. Ist das ärgerlich! Alter! Mann! Wie oft wollen die mich noch entdecken hier? Hey! Oh, es ruckelt. Hilfe! Es ruckelt, hallo, hey! Ne, also hier anscheinend Großmeister mit Tatsumaru. Nö. Weiß ich nicht, ob ich das jemals schaffen würde. Es tut mir leid, wenn ich mit Tatsumaru so fehle. Ja. Aber, na, da ist der. Er schaut gegen die Wand. Und da hast du. So. Ne, das weiß ich nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Wenn das so scheiße ist hier. Aber es ist halt ne... Was? Ey! Nee! Ey, das ist doch... Oh! Mensch! Das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Hey! Ey, wie oft werde ich hier entdeckt? Mit Tatsumaru, das ist doch... Mann! Wie oft werde ich hier entdeckt? Wie oft noch? Alter, das wird wieder maximal Ninja oder so. Oh Gott, ey. So, und... Alter, das ist so schwer! Oh Gott, und wenn dann die Level kommen, wo man nicht entdeckt werden darf, ja? Das wird so scheiße. Wo ist jetzt dieser Gegner da? Da war doch hier irgendwo ein Gegner. Mit 22. Ich hab das doch gesehen. Ah! Da. Ah, man muss sich langsamer mit ihm fortbewegen, glaube ich. Ich merke das schon, ne? Ja. Und fall hin. So. Ey, die haben auch keine Items, ne? Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich will nochmal gucken, ob... Ah! Wo? Oh mein Gott. Da! Ich habe ihn gesehen. Da vorne, ja. Genau. So. Ah, ja, ist echt... Sorry, wenn ich jetzt so viel hier rumfehle, aber mit Tatsumaru ist echt schwer. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, beziehungsweise habe ich nicht erwartet. Ah, wenigstens der Kill von unten mal. So. Zack. Jetzt weiß ich auch, warum den echt keiner spielt hier, weil der halt einfach extrem schwer ist, ne? So, da. Ist der nächste. Ich könnte ja auch mal Shuriken machen, ne? So. Hier, Shuriken. Hallo. Ja, genau. Und genau, zack. Und beruhig dich und zack. So. Bisschen die Statistik noch aufbessern, aber ich glaube, das wird nichts mehr jetzt. Das kannst du knicken. Ich glaube, ich wurde so oft entdeckt. Das ist ja die Kacke hier. Aber egal.
Ich gehe einfach mal weiter. Beziehungsweise nochmal zurück, weil ich will jeden Gegner mitnehmen, doch. Ich glaube, hier ist keiner mehr, hä? Ah, hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehe ich mal nach vorne. Weil ich glaube, da vorne ist auch das Ziel. Tatsumaru ist sehr schwer. Ich weiß nicht, wenn ihr das Spiel kennt und die Tatsumaru-Story, könnt ihr mir das bestätigen oder müsst ihr dagegen sprechen, dass Tatsumaru's Story schwerer ist. Weil ich empfinde das so. Und ja, keine Ahnung. Hier gibt es auch irgendwie keine Itembox. Ne? Hier gibt es keine Itembox, oder? Weil hier bei Rikimaru war hier zum Beispiel... Ah, nee, bei Ayame war hier das Blasrohr und bei Rikimaru die Bombe. So, ich laufe mal da rein hier. So. Ja! Hier ist noch jemand. Aber nicht hier, sondern... Ich suche nämlich auch noch die Itembox. Ist die hier oben? Ah, bei Rikimaru war die hier. Ne, dann gibt es hier leider keine Itembox. Ich weiß auch nicht. Schade. Schade. Ja. So, dann schaue ich nochmal hier hinter. Da! 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 Ich sehe dich, mein Freund. Ich sehe dich. Ja, Avatar, ich sehe dich. Ah, genau. Und tschüss. Das war's. Zack. So. Das war's mit dir, Junge. Oh, ich habe den Kill verdeckt. Das tut mir leid. Ich wollte halt einfach nur gucken, ne? Vielleicht ist das Item wieder hier hinten. Ach nee, da kann ich gar nicht hin. Ach, toll. Nee, dann habe ich in diesem Level die Itembox nicht gefunden. Es tut mir leid, aber ja. Hier ist kein Gegner mehr. Alles klar, dann muss ich jetzt im Endgegner ohne die Itembox. Wenn es hier eine gab. Ja, tut mir leid. Ja, ich brauche eigentlich mehr Items, ne? Aber naja. Ich schau mal die Cutscene an. Lord Toda, what do we do with Motohide's body? Let it rot where it lies. He is of no use anymore. Prepare the troops. In 2 hours we march on Goda Castle. Yes, sir. Finally, no one realizes how hard I worked to make these cowardly peasants throw themselves onto the enemy spears. But the reward for my years of sacrifice comes now. What do you want? I've come for your head. Goda sent you. Guards! Guards! Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, 3 Gegner. Ja, das ist halt auch so heftig jetzt, ne? Wie soll ich das machen gegen 3 Gegner? Und dann auch mit dieser scheiß Steuerung von Tatsumaru, ey. Ja, und dann ist da auch noch ein Bogenschütze, aber die können sich auch gerne gegenseitig killen hier. Oh Mann! Aber ich kill erstmal den Bogenschützen, ne? Wo ist der Bogenschütze? Wo ist der Bogenschütze? Egal, komm. Da vorne. Ah, ey. Ey! Oh, was ist das denn? Das hier geht ja gar nicht hier. Das ist doch zu schwer, Alter! Hey! Hey! Oh mein Gott! Trink das! So, und lauf! Oh! Ich mache jetzt erstmal diesen Bogenschützen da kalt. Wo ist der? Da! Da ist er, so. Und weiter! Oh! Was ist das denn? Oh! Oh, so. Du Bogenschütze, erstmal weg hier. So. Ja, wie soll ich das machen? Oh, ey. Oh, Mensch. Wie soll ich das machen, ey? Da ist der Bogenschütze da vorne, ne? Der ist jetzt erstmal... So, der ist tot. So, und weg hier, komm. So, nimm die und weg. Und Keltrops. Nein, nicht selber rein. So. So. Und trink das. So. Oh Gott, ey. Ich will das nicht verkacken hier. Ah!
mein Gott, wo ist der? Hey! Boah! Alter Shit. Nee, das ist... Und Toda, jetzt komm doch mal her! Oh ja, genau! Shit, ey. Boah, was ist das für ein Kampf hier? So unfair! So unfair! Ah, der ist tot. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich mich nur noch um Toda kümmern hier. Genau, mach eine Runde. So, und zack, 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 zack. Oh Gott. So. So, und? Und so. Und genau, und zack, 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 zack. Und? Ah! Ah! Ey! Oh, geschafft! Boah, Gott sei Dank, ey. Oh. Oh. Oh mein Gott. Doch. Lord Toda. I cannot die at the hands of a lowly ninja. You're too late. Now you are masterless. What are you doing? That oh! Master. I am my own master. Wait. Gott, ich habe eine Vorahnung. Shit. You have just witnessed the birth of the burning dawn. Soon you will see the dawning of a new day. The day you won't change your mind. I see. Then you must die. Oh Gott, jetzt kommt noch der scheiß Kampf gegen Kagami. Oh nein, ey. Ey, das ist echt schwerer. Alter, 39 Hitpoints. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, ey? Kill sie, komm! Nee. Das war's schon. Ich hab jetzt zum Glück ein Safe State gemacht. Oh Mann. Ey. Was soll das denn jetzt? Oh. Mensch. Hey, lauf nicht die ganze Zeit rum. Wow. Ah, Junge! Ah, beziehungsweise Mädel. So, komm. Ja, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, ey. Behutsam. Oh, ey. So. Ey. Ey, ich hab Schiss, ey. Ich glaube, man merkt das schon. So. Und nein. Und nein. Oh. Oh mein Gott. Alter. Oh. 68. Ich hab dich jetzt genug runtergekloppt. 54. 31. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank geschafft. Oh, Mann. Who am I? What?
Please, what's my name? I can't remember. You don't fool me with your clever tricks. Get up. Tatsumaru hat sein Gedächtnis verloren und deshalb hat jetzt Kagami ihn mitgenommen quasi und ich glaube, er wird sich jetzt sie wird ihn quasi umnennen jetzt, aber dann sieht die Statistik wieder nicht, ja, das ist blöd, das tut mir leid. Irgendwie sieht man oft die Statistik nicht in dem Game, keine Ahnung warum. Ich könnte mich jetzt auch killen lassen, aber... Nee, das ist doch blöd. So. Ich finde das doof, dass man die Statistik manchmal nicht sieht. Naja. Oh, direkt schon zu Akt 2. Okay, Treibsand. Krass. Okay. Dann schauen wir mal, ne? Honored allies, allow me to introduce you to the newest lord of the Burning Dawn, Sairu, the Blue Dragon. You gonna make him a lord? He just joined! Silence! If you doubt his strength or courage, you may fight him. No, no. If he okay with Lady Kagami, he okay with Genbu. Suzaku? Byakko? What do you say? I think he'll prove very useful against certain enemies. Hopefully he'll be more useful than the previous blue dragon. Ichiru? Oh my. I've got an important assignment for the assembled lords. I want you to go to one of the frontier towns and capture villagers. I need more laborers to work on the fire demon. Don this mask and close your heart. Remember, the dream must always take priority. Ah ja, okay. Mangel an Arbeitskräften heißt das. Wir sollen quasi in ein Gänsdorf gehen und mehr Arbeitskräfte für den brennenden Morgen beschaffen. Genau. Aber ich würde sagen, ja, wie gesagt, Tatsumaru hat sich jetzt dem brennenden Morgen angeschlossen. Und, genau. Dann hat Lady Kagami ihm jetzt einen neuen Namen gegeben, nämlich er ist jetzt Zero, der blaue Drache. Und hat jetzt als erste Aufgabe, dass er in ein Grenzdorf fahren soll und mehr Arbeitskräfte beschaffen soll. Sozusagen. Und ich glaube, in diesem Level darf man nicht entdeckt werden. Aber ich mache jetzt mal einen kurzen Schnitt rein. Den mache ich gleich, den Part, weil ich mache direkt weiter hier mit Tenchi 2. Und genau, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Oder auch einen Comment. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oder morgen, je nachdem, wann der Part hochkommt. Also, bis gleich.